Der Name Google ist an die Zahl Google angelehnt. Das wusstet ihr vielleicht schon. Wusstet ihr aber auch, wie groß diese Zahl ist? Google? Google sind 10 hoch 100. Das ist eine 1 mit 100 Nullen, die ich jetzt natürlich hier nicht zeichnen kann. Und um euch mal ein Gefühl zu geben, wie groß diese Zahl ist, in unserem beobachtbaren Universum gibt es weniger Protonen, also positiv geleitete Teilchen, die ja in allen Atomen und so weiter drin sind, als die Zahl Google. Und Google hat bei sich im Unternehmen ganz viel an diese Zahl angepasst. Zum Beispiel verwendet Google eine Domain, die lautet 1e100.net. Und dieses 1e100 ist eben genau eine 1 mit 100 Nullen, also die Zahl Google. Krank, oder? Viel Spaß mit dem Wissen. Mathe kann jeder. Wir wollen es beweisen.